Dann bleibt nämlich Morrigan relativ lange am Leben, wenn wir das dann auch noch benutzen können. Falls sie die letzte ist oder so. So, jetzt haben wir hier noch eine Tür. Ich speichere natürlich mal wieder ab. Das mache ich immer bei solchen Spielen, da speichere ich ständig, normalerweise. Ich vergesse es auch ganz gern mal und dann passiert natürlich, dass ich dann verrecke oder so, aber normalerweise speichere ich immer direkt. So, ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen heikel. Oder? Sind das nur zwei? Ne, sind ein paar mehr. Aber die scheinen nicht so stark zu sein. Das sind alles auch nur wieder Gauner, okay. Dann ist das wohl immer nur so random entschieden. Wer jetzt hier richtig stark ist und bei dem einen Raum, da waren ja drei wirklich starke Gegner. Was wir sonst hier nicht so haben. Nein! Ich will mich selbst heilen. So. Zack. Zack. So. Lebenskraft entziehen ist ganz gut. Der dürfte jetzt weg sein. Okay, wieso haben die jetzt auf einmal so viel Schaden gekriegt? Das soll doch nicht sein. Komm. Mhm. Alistair. Alter, Alistair. Der ist gleich weg. Verdammt. Alistair, du musst was nehmen. Du musst dringend was nehmen. Ich muss auch was nehmen. Oh, puh. So. Ach komm, und jetzt sind die natürlich alle zurückgeworfen und weg. Dann hätte ich wahrscheinlich mir das bald sparen können und lieber hier mit Zaubern hochheilen können. Ist da noch ein starker Gegner hin oder sind das einfach so viele Bogenschützen? Ich glaube, das sind einfach relativ viele Bogenschützen. So, jetzt kümmern wir uns mal um die. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg. Das ist doch wunderbar. Okay, es sind einfach verdammt viele Bogenschützen. Gut. Ich glaube, jeder kümmert sich einfach mal um einen. Du kannst mal den da hinten nehmen. Du nimmst mal den. Und Stan darf mal... Na. Ich weiß sowieso nicht, auf nahe Distanz wir das... Wir müssen ja sowieso eine andere Waffe rausholen. Ah, guck mal, da kommt noch einer. So. Hier sind oh, hier sind noch ein paar. Die hätten wir vielleicht doch mal rauslocken sollen, Mensch. So, umgeworfen. Und da. Und die stehen weit genug weg. Da passiert sowieso jetzt nichts. So, dann passt mal das. Weiß gar nicht, auf wen sie gerade geht. Muss ja nicht unbedingt der gleiche sein. Und da ist er auch schon weg. Gut, okay. Gut, das sind immer noch alles Bogenschützen, glaube ich. Ja. Dann gehen wir lieber auf den hier. Und helfe dem lieben Alistair doch mal. Den ich auch mal heilen kann jetzt hier. So, da ist er. Und du machst das gleiche auch mal mit ihm. Irgendwelche Befehle? Na? Oh, waren das schon zwei Heilungen? Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so toll gewesen. Komm, einmal Frost. Zack. Der muss doch weg hier, so. Ja, siehst du, geht doch. So, du kümmerst dich mal um den da. Du um den. Okay, der ist weg. Dann kümmerst du dich mal um den. Ja, kein Problem. Und wenn jetzt einer stirbt, dann ist das so. Ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich nehme jetzt nämlich keinen Trank mehr. Ach, guck mal, wunderbar. Wunderbar. Viele Gegner hat trotzdem nicht viel gemacht. Jo. Wir haben ja kaum Tränke benutzt, aber trotzdem, ich muss mal eben gucken. Können wir denn noch ein paar Wundumschläge herstellen? Keine Fläschchen. Okay, Elfenwurzel haben wir genug, aber keine Fläschchen. Verbesserte Kräuterkunde. Habe ich meinen gerade ausgewählt oder was? Sie konnte das doch. Achso, guck mal, sie kann doch auch jetzt... Was braucht man denn dafür? Schlangengift. Ein starkes Gift, das aus tödlichen Pflanzen und dem Gift mehrerer Reptilien gewonnen wird. Waffen, die mit diesem schwachen Gift beschichtet sind, verursachen bei jedem Treffer zusätzlichen Naturschaden und können dem Ziel einen Abzug auf die Bewegungsgeschwindigkeit zufügen. Mhm. Ich bin ja mal gespannt, wie man das da... Ob es da irgendwie nur auf die Waffe zieht oder muss man das extra verzaubern lassen oder so? Das wüsste ich ja immer gerne. Oh, Lyrium. Perfekt. Gut, aber jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Wundumschläge. Und der schwerste Gegner kommt ja wahrscheinlich erst.
Schon wieder eine Tür. Muss gleich mal gucken, ob der Raum da... Ist das ein großer Raum oder ist das... Oder ist das richtig so ein Gang? Mal eben gucken. Das ist... Okay, sieht aus wie ein Gang. Kann natürlich sein, dass wir da auch zu Javier kommen. Deswegen, ich speichere mal lieber ab. Man weiß ja nie. Dann mache ich mal eben Stufenaufstieg. So, Stärke auf jeden Fall. Machen wir mal Stärke 20. Alles andere ist, glaube ich, ganz gut. Magie, Willenskraft. Das ist, glaube ich, echt ganz gut. Schade, dass wir hier noch nichts auswählen können. Wir haben ja eine Spezialisierung frei, aber ich kann noch nichts auswählen. Charakter erhält auf den Stufen 7 und 14 jeweils einen Spezialisierungspunkt. Können durch den Abschluss von der Hauptstrecke der Geschichte freigeschaltet. Okay. Achso. Okay, die müssen wir dann also auch noch freischalten. Schade. So, genau. Ach, Manipulation. Okay. Das war, glaube ich, bei... Bei Morgan war das, glaube ich, gar nicht mit hier im Slot drin, oder? War das da mit drin? Weiß ich gar nicht mehr genau. Bei ihm wollten wir jetzt stehlen machen, so. Und was möchte ich noch machen? Bisschen was anderes. Was ist das hier? Regeneration. Der Zauber, der versorgt einen Verbündeten mit heilsamer Energie, wodurch dessen Gesundheitsregeneration kurzzeitig deutlich beschleunigt wird. Der Zauber, der richtet einen Strom. Gab es nicht sowas wie Wiederbeleben oder sowas? Verjüngen, das haben wir schon. Hast, heldenhafte Verteidigung. Vorhin ist das eine Massenverjüngung. Das ist auch nicht so verkehrt. Deswegen könnten wir erstmal auf Regeneration gehen. Aber ich bin doch der Meinung, dass es irgendwie... Heldenhafte Aura, Hast... ich meine, es gab irgendwie eine... sowas wie Wiederbelebung, irgend sowas. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Totenruf... Warte mal, was war das eben? Totenruf? Das hat man beschwört aus dem Leichnam eines Gegners ein Skelett herauf, das kurz sagt. Okay, dann war das vielleicht auch sowas. Aber ich bin doch der Meinung... Massenlähmung, Fluch des Todes, bla bla bla, benommen machen. Wachalbtraum... Fluch der Sterblichkeit. Okay, ich glaube, wir setzen mal auf Regeneration hier. So. Ist das jetzt eigentlich irgendwo in den Slot reingekommen? Achso, ne, ich habe ja auch nicht meinen ausgewählt. So, das packe ich mir doch mal woanders hin. So. Ja, natürlich. Es verschiebt sich jetzt natürlich wieder alles hier. So. Das kommt dahin, da haben wir eh nichts von da. Ach, eigentlich kann es auch weg. So, zack, weg. Und dann googeln wir mal, was hinter dieser Tür ist. Achso, ich will nochmal eben abspeichern, sonst muss ich das Ganze nämlich nochmal machen. Das können wir auch da drauf abspeichern, ist ja egal. Ach, was soll's. Speicherstände kosten eh nicht viel Speicherplatz. Also egal. So. Okay, eine weitere Höhle. Ich dachte, hier kommen gleich wieder welche. Aber lieber mal wieder sammeln, man weiß ja nie. Und hier gehen auch weitere Gänge durch die Höhle. Durch Orsama quasi. Ah, schon wieder eine Falle gelaufen und ich habe mich richtig erschrocken. Scheiße. Das ist so ähnlich wie bei Amnesia. Da, wenn um hier der Ecke da, wenn da irgend sowas auftaucht. Aber hier ist ja zum Glück die Webcam nicht am Start. Hättet ihr meinen Blick ja eben ganz gut sehen können. So, was haben wir hier? Mal gucken. Okay, das ist also so ein Rundgang. Aber hier kommen ja noch jede Menge Räume. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, vielleicht... Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt hier auch keiner. Aber irgendwie glaube ich da nicht so ganz dran. Okay. Aber ich gehe mal erstmal hier weiter. Ich will mal erstmal ein bisschen weiter erforschen. In dem Raum werden definitiv Gegner sein. Waren wir hier schon drin oder warum ist hier die Tür offen? Das muss auch einen Grund haben, oder?
Was? Wo sind die denn auf einmal aufgetaucht? Die sind ja jetzt aus dem Nichts aufgetaucht, oder was? Was? Ich bin schon tot? Scheiße! Oh, einfach so hier Meuchelmörder aufgetaucht. Scheiße, das ist echt gefährlich hier. Wir hätten wohl doch lieber erstmal den Dreckgang zu Javier machen sollen. Scheiße. Okay. Warum machen wir das hier? Erstmal alle betäuben. Natürlich lässt sich der eine mal wieder nicht betäuben, ne? So eine Scheiße. Und widerstanden. Das ist natürlich auch super. Mal des Todes, ja, wunderbar. Okay, Zauberer sind anscheinend sowieso schwach gegen die hier. Die scheinen da nicht so viel drauf zu geben. Aber die teilen zum Glück auch nicht ganz so doll aus. Ah, jetzt hat er... Was ist denn das heute, Mensch? Die haben... Zack. Oh. Heil, mein Lieber. Und natürlich ist auch der mit Verjüngen und... Ach ne, ja, den Gegner am besten heilen, natürlich. So, komm, hier, weg. Mach ihn weg. Oh, und Stan ist auch gleich weg. Ja, super. Super. Okay. Er scheint nicht immer zu widerstehen, das ist schon mal gut. Ich kann nicht viel machen. Verdammt. Verdammte Axt. Du nimmst mal jetzt doch lieber besser einen Trank. Ich weiß nicht. Hier ist mir das alles zu schade. Ja, toll. Ich glaube, jetzt ist eh... Jetzt ist eh Feierabend, würde ich mal sagen. Das war's dann wohl. Schade. Schade. Mensch, wo kamen die denn auf einmal her? Verdammt. Muss ich erstmal einen Schluck trinken. So. Letzter Spielstand. Gut, dass ich immer abgespeichert habe. Und ich glaube... Weiß ich nicht. Gehen wir jetzt da lang? Oder machen wir uns auf den direkten Weg? Das heißt, geradeaus durch die Tür. Ich glaube, die Gänge können wir später auch noch erforschen. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal zu sterben jetzt hier. Wobei wir ja eigentlich zu Javier wollen. Und ich vermute mal, dass sie da geradeaus ist. Und das wird wahrscheinlich auch schon kein leichter Kampf. Also, ja, wir gehen mal durch diese merkwürdige Metalltür. Und da ist Kater Gauner. Okay, wir locken die mal ein bisschen hervor. Dann müssen vielleicht, kommen vielleicht nicht gleich alle mit. So, mal um die Ecke gehen hier. Dann treffen uns nämlich auch die ganzen Bogenschützen, die da wahrscheinlich sind, nicht. Und dann machen wir erstmal die hier weg. So. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen taktischer vorgehen, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, eben nicht so ganz gemacht. So, dann machst du mal das hier. Und da musst du auch noch was. Dass schon mal zwei richtig runter sind. Oder sogar drei. Der hat auch schon ganz gut das eingesteckt. Oh. Und Alistair, der ist gerade ein bisschen benommen. Hö, wo bin ich? Und zack. Da, Alistair. Erstmal heilen. Der wurde nämlich gerade zu Boden geworfen. Nee, das war Stan. Okay. Okay, aber Stan, der ist noch ganz gut dabei. Keiner Bolzen. Der bringt zwar nicht so viel, aber ist ja besser als nichts. So. Komm, und jetzt auf den hier. Na, ja, machen wir es mal so hier, das geht schneller. Da bei dem müssen wir jetzt natürlich nicht ganz so taktisch vorgehen. Oh. Betäubt. Nicht gut. Wer war das denn? Zack. Das kriegst du auch hier. Immer dieses Scrollen. Kommt man das eigentlich irgendwie abschalten? Moment, ich will mal irgendwas gucken. Steuerung. Wo haben wir es denn? Machst du das mit vertauschen? Zoom-Empfindlichkeit. Kann ich nicht ausschalten, oder? Ne, so wie es aussieht, nicht. Ich will das nämlich immer gar nicht. Ich mach das immer lieber über die Tasten. Okay. Beziehungsweise über die rechte Maustaste. Da kann man ja... Ne, Moment. Kommt man nicht auch irgendwie so? Ja, mit den Pfeiltasten. Okay. Na gut, ich mach's ja doch mit der Maus. Aber es ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man gerade, wenn man hier unten in der Leiste ist und sich dann immer alles verschieben muss. So. Aber egal.
Geht ja sowieso nicht, also. Oh ne, erstmal hier alle auf den. Er haut sowieso noch zu, der ist sowieso jetzt weg. Ist da nur einer oder? Ne, da sind ein paar nachgerückt, okay. Kannst du nicht hier ein paar heilen? Oder ich mache hier mal Regeneration. Ah ne, das war noch nicht das mit dem Strom. Aber dann heilen wir mal. Ist das alles? Und wo ist denn? Das war ja nur der eine. Kommen alle auf den hier eben. Und sie macht auch eben nochmal den hier. So. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen heilen. Das müssen wir echt aufpassen. Alistair muss nochmal geheilt werden. Kann ich das auch eben? Na komm, ich nehme auch mal Lyrium Trank. Alles gut. Ich muss unbedingt mehr da mehr regenerieren. Das dauert immer so lange bei ihm, beziehungsweise funktioniert er gar nicht. Mein Charakter, der regeneriert sich ja nicht immer. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. So. Was ist eigentlich mit noch dieses Siegel da? Zack. Und zack. Und du gehst mal auf ihn. Und du machst mal das und das und... So, und... Ja komm, alle auf ihn. Er ist weg. Und ich glaube, das war's auch schon hier, oder? Also, war das doch nicht so spannend da rum hier, oder was? Oder habt ihr hier irgendwo noch eine Ecke? Oder müssen wir tatsächlich diesen Weg gehen, den wir da eben gegangen sind? Kann natürlich auch sein, aber ich hätte jetzt vermutet, dass die hier irgendwo abhängt. Und das ist ja immer noch dieses scheiß Siegel. Verdammt. So, Schlacht gewonnen. Natürlich wird man wieder abgespeichert. Gab es nicht irgend so eine Schnellspeicherfunktion? Ich hoffe natürlich, die liegt nicht auf F9. Das wäre ein bisschen blöd. Schnellslot. Schnellspeichern. F5, okay. Mal gucken. Ah, perfekt. Okay, ja, das ist natürlich viel komfortabler. Falle ausgelöst, widerstanden. Was ist das hier für einer? Noch ein Gauner, okay. Aber das ist nur hier so ein Einzelner. Den machen wir doch auch mal eben weg hier. Zack. So. Das war's hier? Okay. Da kann es natürlich echt sein, dass wir da doch durch müssen. Verstanden. Bänderrüstung. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Und wieder eine Truhe, die ich nicht... Kriege ich die immer noch nicht auf? Okay. Vielleicht ist das auch gar nicht die Fähigkeit. Vielleicht können wir das auch gar nicht machen. Das kann vielleicht auch nur wirklich ein Schurke. Und ich sollte mal aufhören, immer vielleicht zu sagen. So und so, ja. So sagt man auch mal gerne. Das ist ja ein schönes Wort, ne? Wird ganz oft verwendet. Dann wollen wir mal in die Karte gucken. So, 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 so. Ich habe schon wieder so gesagt. Verdammt, das muss ich mir mal abgewöhnen. Aber ist ja so, wenn man darauf achtet, dann sagt man es auf einmal ganz oft. Zumindest fällt es einem dann erst auf. Ja, und ich habe schon wieder eine Falle ausgelöst. Ich bin so dumm. Aber ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht entschärfen können mit meinen Skills. Sind wir hier letztes Mal denn auch so lang gegangen? Obwohl ja, wir sind ja eben nicht hier lang gegangen. Wir sind ja direkt dann den anderen Weg gegangen. Wo ich ja, wie ihr ja vermutet habt, aber Inventar voll? Oh. Okay. Okay. Können wir irgendwas mal wegschmeißen, was wir vielleicht nicht so brauchen? Hier, Clanschild. Oh, zerstören. Huch. Ich wollte es eigentlich nur... Ja, gut, natürlich wird es dann zerstört, klar. Macht irgendwie Sinn. Hier liegt ja so auch nichts auf dem Boden. Beute mit Asche. Das ist aber alles nicht wirklich... Nimmt nicht wirklich viel ein, glaube ich. Ich glaube, die Stiefel sind eh... Schlechter als unsere schlechtesten. Dann schmeißen wir die mal weg und ich glaube, viel Geld werden wir eh nicht für kriegen. Fass.
Achso, das ist wieder ins Fass gegangen, oder? Ach nee, die haben wir gar nicht mitgenommen. Brauchen wir denn noch Handschuhe? Ich weiß das nämlich gerade gar nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und wir sollten auf jeden Fall gleich mal eine Verletzungsausrüstung nehmen. Braucht jemand Handschuhe? Er hat Handschuhe. Sie hat auch Handschuhe. Er auch. Er auch. Okay, haben alle Handschuhe. Na gut, dann brauchen wir es nicht unbedingt. Dann nehme ich das nicht mit. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, war das direkt hinter dieser Tür? Achso, ja, ich kann ja hier. So, warte. Moment. Zack. Das ist ja viel einfacher. Wir können es ja noch einmal jetzt probieren. Oh, ah ne, hier direkt kamen die auch noch nicht. Das war ja erst in dem nächsten Raum. Also in dem Raum, das hier ist ja kein Raum. Ich weiß jetzt nicht. Wir können auch mal... Ne, Moment. Wir wollten letztes Mal, sind wir an der Tür vorbeigegangen. Wir wollten erstmal weitergehen. Dann machen wir es doch diesmal mal andersrum. Gehen wir diesmal erstmal durch die Tür. Was haltet ihr denn davon?